Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, mein Sim hier ist nicht gerade der schönste. Und ja, ich mache die Ugly-to-Beauty-Challenge in Sims 3. Ich habe Sims 4 nicht und ich wollte halt einfach sowas machen. Und ich habe den Sim mal vor einiger Zeit erstellt und ja, ich werde das machen, dass ich an jedem Regler und so alles nur einmal auswählen darf. Und ja, ich habe mal ein bisschen Angst. Aber beim Erstellen hatte ich auf jeden Fall damals, keine Ahnung, es ist jetzt noch nicht so lange her, aber ich hatte schon Spaß. ja. Weil ich wusste halt, dass ich sowas mal machen möchte und jetzt ist das so, okay, dann mache ich das halt. So, und ja. Gut. Ich würde erstmal was. Also, sie heißt Alesha Baum. Ich habe den Vornamen gerandomized und den Nachnamen. Ich war sehr kreativ, okay. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Hautfarbe an, weil. Was ist, wenn man. Ich mach sie mal. Sieht halt schon realistisch aus. So. Also ich würde das halt schon so ein bisschen so pinkig lassen, glaube ich. Weil das ist halt nichts, was es nicht gibt. So. Ich glaube, ich lasse das so. Alter, ihr Gesicht, Junge, was ist mit ihr? Richtiger Unfall. Also ich finde so ihre Körperform eigentlich ganz okay. Also ich glaube, ich mache das hier nicht. Muskelgröße kleiner und die Definition definitiv auch. So ein bisschen darf sie ruhig haben. Aber sonst ist das so ein bisschen... Und Titties kriegt die. Ja, ist schon so okay. Muss jetzt ja auch nicht übertrieben sein. Ja. Okay. Geben wir ihr schöne Haare. Also. Was haben wir hier? Also, ich habe 18 von 20 Erweiterungen. 18 von 20 war das irgendwie so. Und, ja. Also, ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht, wenn ich eine Frisur auswähle. Und ich meine, sonst kann ich noch mit der Haarfarbe was ändern. Ich habe auch Custom Content drin. Also, wie ihr seht. Was haben wir hier? Könnte ihr sowas hier geben? Ich meine, damit habe ich jetzt die Frisur gewählt. Ich würde halt einen Joker reinpacken, falls mir irgendwas wirklich gar nicht gefallen sollte. Also ich habe einen Joker, sag ich jetzt. Soll ich sie blond lassen? Eigentlich steht dir das halt nicht so, finde ich jetzt persönlich. Ich gebe ihr mal das hier. Ja. Ich lasse es erstmal so. Oh Gott, was habe ich denn gemacht, Alter? Ihre Augenbrauen darf ich nur per Dings ändern, weil ich möchte ja mit dem arbeiten, was ich jetzt hier so habe. Ja. Also sind ja die Regeln. Das heißt, ich muss jetzt hier ran arbeiten. Gut, dann Gesichtsprofil. Ich habe sie nicht gedreht. Das heißt, es ist ein bisschen scheiße. Ich würde mal das so machen. Die Breite, definitiv ein bisschen kleiner. Ja. Gesichtshöhe. Ist schon so okay, denke ich. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Alles in den Extremen hier. Ich würde auch gerne ihr Haus erstellen. Das würde ich in einer Art Speed Art machen, ja. Speedbild. Es tut sich nichts gefühlt. Dann mache ich so. Sie hat halt voll den Überbiss, Alter. Ihh. Warum ist. Was habe ich gemacht? So, normales Kinn halt, ne? Höhe. Sieht schon besser aus. Also, so Kleinigkeiten können halt schon so viel ausmachen, ne? Kiefer. Guck mal, jetzt sieht sie schon wieder ein bisschen mehr aus wie ein Mensch. Wie ein Sim. Ja. Es geht doch schon mal in die richtige Richtung auf jeden Fall. Also, sie sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. So, die
Tiefe. So ist, glaube ich, ganz okay. Ihr Unterbiss. Sie hat keinen Unterbiss. Also sie sollte keinen haben. Oh, sie trinkt ein Septum. Das sitzt aber nicht ganz richtig. Was passiert, wenn die Nase so deformiert? Die Fülle. So ein bisschen darf sie ruhig haben. Das ist kein Problem. So. Form. Ja. Kriegt sie auch so ein bisschen Wangen. Mache ich einfach mal so. Also ich bin stolz. Also ich hoffe, ich werde am Ende auch stolz sein. Aber bisher finde ich nicht, dass ich irgendwie schlecht hier drin bin. Obwohl ich das. Also ich arbeite normalerweise nie mit diesen Reglern. Ich mache immer ein random Gesicht und randomize, bis ich es hübsch finde. Ja. Ohrenspitze. Nee, sie soll schon so ein bisschen normaler sein hier, ne? Ja, also, als ob sowas nicht normal wäre, aber. Ohrengröße kleiner auf jeden Fall, so dass man sie jedenfalls nicht sieht. Krümmung. Ich weiß nicht, was wo ist. Hilfe. Und man sieht sie so oder so nicht. Und ich werde die Haare auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Ja. Gut. Die Rundung. Ja, außerirdischen Ohren. So. Ja, nimm. Gut, Augen. Die sehen ja auch ein bisschen weird aus. Aber ich glaube, ich lasse die Augenfarbe. Die sieht eigentlich ganz hübsch aus. Finde ich persönlich. Die Größe. Wir können die ein bisschen größer machen. Die Höhe ein bisschen niedriger. Oh Gott, die Augenbraue. Die kommt richtig böse, ey. Augenhöhe. Achso, ja, das ist das, okay. Ja, ich weiß halt nie, was das bedeutet, weil wie gesagt, ich randomize meine Gesichter einfach immer, bis sie gut aussehen. Und, ups. Ja, ne. So. Augenabstand. So, glaube ich, ganz okay. Hä? Okay. Das wird schon so passen, denke ich. Außerirdischen. Oh. Ja, nee, 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 nee. What? Okay. Aber es nimmt Gestalt an. Die Nase ist halt jetzt bisher eigentlich nur das einzige richtig Schlimme. Okay. Augenspitze. Okay. Ja. Innere Augenwinkel. Hilfe. Ich arbeite. Ich sollte vielleicht öfter mit diesen Dingern arbeiten, Junge. Weil. Du kannst halt richtig individuelle Sachen machen damit. So ein bisschen offenere Augen. Das Make-up ist halt auch schrecklich, ne? So. Augenlider. So. Sie sollte auch nicht creepy aussehen, so. Sie soll ja ein Beauty werden. Und ich gebe mir Mühe. Nochmal so, dass es nicht so extrem ist. Die Form. So guckt sie schon weniger böse. Höhe. Rundung. Guck mal, jetzt guckt die direkt ein bisschen unschuldiger. Nice. Wow. Ich habe vor allem ewig nicht aufgenommen, Alter. Ich müsste das mal wieder öfter machen. Also bei irgendwie. Eigentlich macht es Spaß so, aber. Ja. Nimm. Nasenhöhe. Ja, nee, ich mach mal so. Ich hoffe, da passt. Breite. Also, sie ist auf jeden Fall eine kleinere Nase. So ist, glaube ich.
Es ist, glaube ich, wenn ich das alles andere ein bisschen einstelle, relativ realistisch. So, Fülle. Hier so. Die Länge. Die Rundung. Oh Gott, ich glaube, ich mache das gerade alles kaputt. Welp. Oh Gott. Größe. Welp. Ich bin aus Versehen mit meiner Maus hängen geblieben. Also finde ich, das ist okay, das jetzt noch so zu machen. Wie sieht das weird aus? Oh Scheiße. No. Ich hoffe, ich kann das noch retten. Ich will einen normalen Sim haben, ja? Definierung. Sieht so komisch aus. So, Nasenlöcher. Ja, es ist schon besser auf jeden Fall. Ich muss ihren Mund gleich mal runterholen, Alter. Was ist das? Na. Das muss schon so bleiben. Nasenspitze. Tiefe. Nee. Ja, schon so ein bisschen so. Größe. Winkel. Nach oben. Nach unten. So sieht es eigentlich am besten aus, ne? So, Höhe. Auch das. Dann lasse ich das so. Ja, sieht eigentlich ganz okay aus, so. Ah, oh, Welp. Ich bin jetzt noch nicht so zufrieden. Aber mal sehen. Es geht, es geht. Ich müsste halt jetzt mal den Mund. Mundbreite. Ein bisschen dünner vielleicht. Die Höhe. Ja, das ganz oben. Das sieht halt so komisch aus, ne? Wenn ich den jetzt so mache. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. So. Tiefe. Sie soll halt nicht so Schmolli-Lippen haben, das wäre ein bisschen weird. Die Mondform soll so ein bisschen neutral sein. Die Mundwinkel so ein bisschen lächelnd, ja. Definierung. So. So, ja. Also an sich gefällt sie mir schon relativ gut. Ja. So. Ja. Ich mag sie eigentlich bisher ganz gerne. Ich glaube, sie behält ihr Septum dann auch. So, obere Lippe. Nee, das mach mal so. Und so. Ich finde ihre Sommersprossen würde ich gerne wegnehmen. Okay. Ich würde halt ihre Schönheitsflecken sogar da lassen, obwohl ich die normalerweise nie benutze. Aber irgendwie passen sie zu ihr. Gut, wir gehen mal zum Make-up rüber. Mal gucken. Ich werde das hier jetzt mal nehmen. Okay. Und zwar in der Farbe. Ja. Können es ja auch noch mal ein bisschen. So, ein bisschen weniger kräftig. Ja. Okay. Eyeliner. Ja. Ja. Das steht ihr.
Das steht dir total. So ein Catwing-Dings da. Das hier ist so eine Art. Das ist Highlighter, ne? Also ich glaube, das war Highlighter, aber sie braucht keinen Highlighter. Also würde ich jetzt sagen, ich würde ihr einfach so ein bisschen Rouge drauf klatschen. So leicht. Das fällt halt jetzt nicht krass auf oder so, aber ja, ne? Ich würde ihr. Scheiße, welcher war jetzt den man färben konnte? Hä? Ist okay. Also es geht definitiv schlimmer. Also. Es geht definitiv schlimmer. Gut, ihre Kleidung. Ja, es muss kurz laden. Hat's geladen, ja. Gut. Was sehe ich denn bei ihr? Ich darf halt jetzt nur ein Kleidungsstück anklicken, laut meinen Regeln. Und das muss ich dann nehmen. Was haben wir denn? Ich würde ihr sowas hier geben. Hm. Ja. 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 Das ist okay. Ich habe schon Schlimmeres gesehen in Sims. Definitiv. Das heißt, ja. Nimm. So. Und dann würde ich ihr sowas geben. Ja, das gefällt mir definitiv. Und dann Schuhe. Was würde sie denn für Schuhe tragen? Ist halt schwer sozusagen. Ich würde spontan mal die hier nehmen. Ich meine, ich kann es halt dann nicht mehr ändern. Ne? Ich muss halt diese Kack-Strumpfhose da mal wegnehmen. Weil, ja, ne. Gut. So, sie trägt halt Ohrringe, aber man sieht die halt nicht, ne? Also, nicht wirklich. Aber ich finde die eigentlich ganz okay. Die, also, wenn man die sieht, dann passen sie schon dazu. Ja, ja. Ja, ganz sicher. Nein, das nimmst du erstmal weg. So, sieht schon mal besser aus. So, dann könnte man ihr. Wie wäre es, wenn sie sowas trägt? Es geht. Also, ich finde es okay. Ich finde es okay. Ich finde es okay. Das nimmt sie definitiv weg. Könnte sowas hier tragen. Wow. Der Arsch, Alter. Was ist das? Also, ne? Gut. Mit Fingernägel. Die finde ich auch ganz okay eigentlich. Also, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm oder so. Hier ihr Septum bleibt. Oh. Und, die Strumpfhose kommt weg. Zack. Ja. Das steht dir doch schon ganz gut. Also bisher gefällt sie mir sehr gut. Also dafür, wie sie vorher aussah. Also ohne Witz, sie war halt echt nicht hübsch so. Ich muss ihre Stimme auch noch ändern, Alter. Was ist das? Gut. Irgendwas Hübsches. Also, ich habe keine Ahnung, was sie tragen würde. Hey, Moment, ich setze mich einmal kurz um. Das wird gerade ein bisschen unbequem. Welp. Okay. Okay, alles gut. Ich lebe noch. Ich könnte sie mir in sowas hier vorstellen. Es geht. Man kann halt mit Schmuck und so noch arbeiten, ne? Also ist alles okay. Alles okay.
Wir können es noch retten. Also, keine Ahnung, irgendwie steht dir das nicht so. Also nicht so, wie ich gedacht hatte. Hm. Könnte sie ja sowas tragen? Ja. Ja, ja, das ist ganz süß. So, du brauchst Schmuck, Kind. Du brauchst Schmuck. Definitiv. Ich könnte die einfach mal geben. Ja, die gucken halt dann so also ein bisschen durch, so ist halt ganz süß. Ja. Ich finde das süß, okay. Lass mich. Also, was ist halt so? Die ist schön. Falls irgendwie in der Custom Content interessiert, den ich runtergeladen habe, ich verlinke mal in der Beschreibung, wo ich den runtergeladen habe. Ja. Ein Ring könnte ich mir bei ihr vorstellen. Ja, der passt auch gut dazu. Sie trägt halt ihr Septum nicht, aber irgendwas geht auf jeden Fall dadurch weg. Ich glaube, der Ring, ja, ja, ja. Der Ring würde dann weggehen, weil hier sind ja auch Hände. Das ist das Problem, dass sie das hat, ne? Aber naja, muss ich halt jetzt mit leben. Gut. Ja, würde ich sagen, sie nimmt das so. Ja, es ist ganz okay. Also, es geht wirklich noch schlimmer. Also, ich habe definitiv noch Schlimmeres gesehen in meinem Leben. In meinem Sims-Leben. Oh, ihre Stimme. Also, zum Schlafen, ja. Da kann sie doch mal sowas hier anziehen. Das ist doch ganz süß. Aber sie trägt definitiv zum Schlafen keine Schuhe. Ja, das steht irgendwie voll. Finde ich jetzt persönlich so. Sportkleidung. Was habe ich gemacht? Oh mein Gott. Als ob irgendwer sowas anziehen würde zu Sport. Ich würde dir halt sowas hier geben. Ja, 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 ja. Gott. Ich würde gerne meinen Joker hier einsetzen. In Sport. Besser. Oh, ich kann dir doch nicht so eine komische Hose geben, Alter. Nee. Das läuft so nicht. Ja, dann würde ich ihr halt sowas hier geben. So welche Sportschuhe, ja. Gut, Badekleidung. Ja, ich glaube, mit dem Lila sah das nochmal ein bisschen heftiger aus. Deswegen hatte ich das dann genommen. Weil es natürlich raussticht. Oh Gott, das ist sehr eng. Aber sie trägt halt sowas, ja? Damit müssen wir jetzt leben. Sie mag sowas halt. Okay. Verurteilt sie nicht wegen sowas. So. What the fuck? Warum trägt sie vor allem jetzt eine Brille? Hä? Was ist das? So, was geben wir ihr? Was geben wir ihr zum Outdoor? Ich würde hier halt... Ich fand sowas ganz gut. Ja, ist ganz nett. Was sind ihre Schuhe, Alter? What? No. Gebe ich ihr etwas so eine Jeans? Ja. Klingt gut. Man wird ja gezwungen, Handschuhe zu nehmen. Deswegen muss ich die jetzt gleich auswählen, obwohl ich Handschuhe hier halt echt nicht so geil finde. Ich würde jetzt sagen, sie kriegt einfach so welche Schuhe. Oh Gott, habe ich hier Socken gegeben? Oh je. Yeah. Also erstmal die Brille weg. Also sie trägt keine Brille. Sie passt nicht dazu, okay?
Das ist überhaupt nicht ihr Style. Ein Moment. Sie trägt einen Schmuck, der glitscht ein bisschen. Das ist nicht so gut. Glitschender Schmuck ist kein guter Schmuck. Meine Weisheiten. Wow. Dann würde ich jetzt mal die hier nehmen. Ah, die gehen. Die gehen, die gehen. So, was geben wir ihr denn jetzt? Weil sie hat jetzt irgendwie so komische Socken an, die gar nicht gehen. Ich würde ihr halt so eine Strumpfhose einfach geben. Ja. Ja, ja. Das sind übrigens ihre Merkmale. Und sie will Stimmlegende werden. Das sind ihre Lieblingssachen. So, hier, ihre Stimme. Ripsa Nupi. Narsi Benuptol. Die nehme ich. Das klingt ganz gut. Das klingt, als würde es zu ihr passen. Ja. Gut. Dann, ist sie fertig. Tatsächlich. Ich bin stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde sie eigentlich echt ganz hübsch. Vor allem so im Vergleich, was sie vorher war. Ja. Also ich mag sie und ja, wie gesagt, ich nehme gleich noch so ein Speedbild auf, wie ihr Haus aussehen wird und so, und ja, ich suche mir ein Grundstück aus und dann mache ich das fertig. Oh Gott, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch reingucken würdet, weil Häuser bauen ist meine Spezialität zurzeit. Und ja, ich bin gespannt, ob sie jemand genauso mag wie ich. Und ja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann bei einem anderen Video wieder und tschüss.